Zaubern auf es zu kommen, meine Damen und Herren. Ich darf euch hier heute recht herzlich willkommen heißen zu der nächsten Folge Home TV mit Luca. In meinem letzten Home TV Video wurde ich ja gebannt. Sie wurden vom Chat verbannt, Grund irrelevantes Bild. Ich bin für 335 Stunden gebannt oder ich bezahle, um den Bann auf... Allerdings hat euer reicher YouTuber natürlich die 10 Euro Strafe gezahlt. Danke. Und natürlich hat sich der Laser auch fürs heutige Video nicht lumpen lassen und eine richtig coole Idee an den Start gebracht, denn ich werde heute so tun, als wäre ich ein Standbild. Und dann hoffe ich, dass die Leute das nicht merken. Warte mal, zeig mal dein Gesicht. Ich glaube, der pennt. Nein, der lacht, der pennt nicht. Okay. Ich musste so lachen, verdammt, die dachte einfach, ich schlafe. Aber ich muss ja meine Augen geschlossen halten, weil wenn ich die geöffnet halte, dann kann ich ja nicht länger als 10, 20 Sekunden da so tun, als wäre ich ein Standbild, ohne zu zwinkern. Jetzt tue ich allerdings mal so, als würde ich hier im Schrank hinter mir gerade was suchen. Alright. Nice Bild. Hallo? Wisst ihr, was ich Trottel nicht bedacht habe? Der Smiley dreht sich ja. Ich bin der größte Idiot. Wir machen das jetzt so. Dann ist der dauerhaft rot und diese Flasche hier ist dauerhaft grün. Und auch ganz kurz zur Info nochmal. Für euch sieht das zwar gerade so aus, ne, wie das hier halt eingeblendet ist. Für die Leute, die mich sehen, sieht es allerdings so aus. Also ich habe eine zweite Kamera hier am Start. Hallo. Ich tue jetzt mal so, als würde ich meinen Kopf hier aufstützen und nebenan auf den anderen Bildschirm schauen. Luca. Bitte. Alter, darf ich den Witz erzählen? Ich will dir einen Witz erzählen. Was kann nicht schwimmen und hat einen Arm? Ein Kran. Und was kann nicht schwimmen und ist rot? Ein roter Kran. Warum lachst du nicht? Ich fühle mich mal gemobbt. Die Frage ist, ab wann löse ich es denn dann auf? Jetzt wollte ich mir vor meinen Videos ein bisschen mehr Gedanken machen. Jetzt tue ich allerdings mal so, als wäre ich gar nicht im Bild. Schauen wir mal, wie die Leute reagieren. Ich weiß nicht, ob das mein echter Snap war. Alter, ich wurde von 4 Leuten am Stück weggedrückt. 4-mal am Stück. Wir machen das normal, Alter, wie frech. Die können sich hier mit meinem Stuhl unterhalten. Das kann normalerweise nur ich, wenn ich in die Toilette schaue. Ja, komm, scheiß drauf. Scheiß drauf, das ist lustig, weil das ist ja ein Stuhl. Ach komm, egal. Ich wurde schon wieder 6-mal weggedrückt. Ich weiß nicht, ob mein Aufnahmezimmer so wenig Wiedererkennungswert hat, dass jeder sich einfach nur denkt, das ist irgendein Trottel. Aber hallo, ich bin Laser Luca. Yeah. Oh, danke. Wir geben den Ganzen noch einen letzten Versuch. Hä?
es reicht! Schon wieder 6-mal weggedrückt worden! Mann, wo sind wir hier bei, Abschalt-Content. Machen wir also weiter mit dem eigentlichen Thema des heutigen Videos. Ich tue so, als wäre ich ein Standbild. Ich mache jetzt mal genauso und schau, wie lange ich das halten kann. Hallo? Ist es echt? Ich hab reingeschissen. Ich wollte so tun, als wäre ich ein Standbild, ich hab aber verkackt, weil ich musste blinzeln. Bist du echt? Nee, Dicker, bin ich nicht. Oha, ich hab gerade eine Story gesehen und bin extra angekommen. Ehrlich? Ja, und dass ich dich jetzt finde, Digga. Boah, das ist echt lachig, weil ich glaube, gerade sind 200.000 Leute online bei OmeTV, ne? Ich hab jetzt gleich Training, du. Was, spielst du Fußball? Volleyball. Volleyball. Ja. Volleyball. Ja. Boah, ich hasse diesen Sport. Bemerkenswert, wie vielseitig die Menschen sind, die man auf OmeTV trifft. Da sind Väter dabei mit ihren Kindern, da sind rauchende Jugendliche vorm Pausenhof mit dabei, da sind Leute auf dem Trecker mit dabei, irgendwelche Jungs, die Volleyball spielen im Verein. Warum macht man das freiwillig? Ja, okay, am Strand, in der Sonne, okay, aber auf diesem Hallenboden Volleyball, das haben wir in jeder Sportunterrichtsstunde gespielt. Das ist doch so ein Kacksport. Wir werden es jetzt allerdings nochmal mit dem Standbild probieren. Was machst du? Alles gut? Hallo. Hallo? Boah, er ist gestorben. Alles gut? Hm? Mhm. Aha, okay. Oha, voll gut. Ey. Tschüss, hein? Schönen Tag noch. Gleichfalls. Es ist das allererste Mal, dass Leute Angst vor mir hatten. Ich tue es mal so, als würde ich schlafen. Aufwachen! Hallo? Ah, ich glaube, ich habe mir irgendwas gezerrt. Oh mein Gott. Das ist fake. Oder? Wie kommt ihr zu rüber im Video? Sind wir die Dummen, die denken, es ist fake? Ich grüße Selfies. Nein. Mann. Wie geht's euch? Was ist so witzig daran? Ich kann nicht mehr. Ja, Lachkick. Sag mal, hast du einen Pepsi-Becher in deinem Regal stehen? Menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Ey, kann ich jemanden grüßen? Ja, klar. Ich grüße Selfie, Sandra und Mann. Und mich? Und ihn und ihn. Allerdings will ich an der Stelle dann das heutige Video auch beenden, meine lieben Freunde. Wenn euch mal wieder OmeTV mit Luca hier gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch unter dem Video hier da. Abonniert meinen Kanal und klickt auf die Glocke, um weitere Videos nicht zu verpassen. Schreibt mir zudem bitte, bitte, bitte gern mal unten in die Kommentare, was ich im nächsten OmeTV-Video machen soll. Und ich hoffe jetzt einfach nur, dass ich nicht wieder gesperrt werde und wieder 10 Euro bezahlen muss.